Ich liebe es, Gärtner zu sein. Das Arbeiten in der Natur, das Arbeiten mit der Natur. Wir produzieren hier frisches Gemüse und Wälse. Wir verwenden das Wasser und die Ausscheidungen der Fische fürs Bewässern unserer Pflanzen. Dieses Verfahren heißt Aquaponik. Wir sind die ersten und einzigen in Österreich, die was das gewerblich verwenden. Aquaponik haben früher sogar die Azteken gemacht, die haben Fischbecken gehabt, haben das am Gemüsegarten laufen lassen und das Gemüse ist wunderbar damit gewachsen. In Zeiten, wo man Ressourcen schonen will und auch nicht abhängig sein will vom Mineraldünger, ist die Aquaponik wiederentdeckt worden. Das ist eine ganz tolle Sache, Fisch und Gemüse in der Stadt zu produzieren. Und das wollen wir für Wien auch haben und haben das in Wien umgesetzt, am Anfang in einer Arbeitsgruppe. Und dann ist daraus die Blühn entstanden. Wir bei Blühn sind zu viert. Es hat jeder seine Stärken. Der eine kümmert sich um die Vermarktung, der andere um den Vertrieb, um Marketing und um die Produktion. Also wir sind hier am Stadtrand von Wien. Das hat einen dörflichen Charakter. Und wenn ich Lust habe auf die Innenstadt, bin ich in 20 Minuten dort. Regionalität ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil ich nicht frühreif ernten muss. Ich kann zum richtigen Zeitpunkt ernten und mein Produkt ist am selben Tag oder am nächsten Tag beim Konsumenten. Unsere Kunden sind Privatpersonen und die gehobene Gastronomie, die auf Regionalität und Qualität Wert legt. In unserem Betrieb ist mir wichtig, dass wir nachhaltig und umweltschonend arbeiten. Das mache ich nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder.